Hallo ihr Lieben, ihr habt ja schon gesehen, 3 Gartenrundgänge gibt es von mir schon. Heute schiebe ich einen 4. hinterher, weil es passiert einfach so viel im Garten und es wächst und ich baue und ich buddel und wie auch immer und das möchte ich euch zeigen. Kommt mit! So, fange ich gleich mal mit dem letzten Projekt an. Dazu gibt es auch schon ein Video, das ist einmal dieses Mini-Hochbeet mit dem Korkenzieher Haselnuss, wo die Tomaten reingefunden haben. Ich habe die jetzt auch angebunden mit meinem System. Ich wollte ja da mal ein bisschen experimentieren. Ja, bisher läuft das ganz gut. Ich bin sehr zufrieden, wie ihr sehen könnt. Nebenan ist das nächste Teil hingekommen. Ja, und so sieht das von der anderen Seite aus. Ich mag das, dieses Wilde. Und diese Seite ist auch höher. Dann könnt ihr sehen, die Kartoffeln sind auch am Kommen. Sie brechen durch, muss das zu erkennen, eindeutig. Drüben, auch die Geschichte fängt auch an, die Erde aufzubrechen. Das ist ja ein paar Tage danach entstanden. Habe ich gar nicht so lange mitgewartet. Und ich denke, für dieses Jahr sollte es dann auch sein. Vielleicht kommt hier vorne, wo ich jetzt hier nochmal was angehäuft habe, vielleicht nochmal die restlichen Kartoffeln rein, die ich im Bunker liegen habe, die schön am Keim schon waren. Und ja, dann bin ich dieses Jahr definitiv versorgt, solange das Wetter mitspielt. Ich denke mal, August, September ist ja nachher Schluss. Und ja, bin sehr zufrieden. Dann kennt ihr ja die ganze rote Beete, oft genug erwähnt die letzte Zeit in den letzten Videos. Aber was ich euch zeigen möchte, was ich entdeckt habe, ist das nicht ein Oschi? Also der, mal zum Vergleich, hier sind meine Finger. Ich muss das gerade hochhalten, ich kann das nicht runterhalten. Ja, super, super, ich freue mich. Dann definitiv zeigenswert, die Buschbohnen, die überall auf den Boden kommen. Ich habe ja gesagt, da hinten sind noch 3 Böhnchen. Da eins, nee, gar nicht, dort, dort und dort von dem Bohnen aus Tönning reingekommen. Nochmal vielen Dank an Sabine und den Matthias. Die kommen auch, da werde ich natürlich ein bisschen was bauen müssen als Rankhilfe. Ja, und hier in der Mitte ist das Experiment, wie letztes Mal oder vorletztes Mal schon erzählt, mit der zerbrochenen Bohne. Das ist auch, ich freue mich so mega, dass auch sowas wachsen kommen kann. Also definitiv, das Experiment war ein Erfolg. Ob an den anderen Stellen noch welche kommen, wird die Zeit dann zeigen. Dann ist natürlich das hier mit den Tomaten auch eine Art Experiment. Ich weiß nicht, wie viel Platz die brauchen. Ist bestimmt irgendwo zu dicht am Stein oder zueinander. Aber ich will das so wachsen lassen, um zu gucken, wie sich das nachher verhält, um halt diese Erfahrung zu sammeln. Hier 3, drüben 5, ist aber auch minimal größer. Und ja, bei meinem System oder bei meinem Experiment habe ich so Gegengewichte. Hier habe ich es ein bisschen drum gewickelt. Das geht bei der Korkenzieher-Haselnuss nicht so wie bei der Hühnerleiter bei den anderen Tomaten. Aber da lasse ich mir noch was einfallen, vielleicht wachse ich die Seile ein oder ja, ist ja auch letztendlich zeitüberbrückungsmäßig gedacht, weil ich eigentlich noch vorhab, ich hoffe, ich schaffe es in diesem Jahr, dann wäre wahrscheinlich sinnvoll für die Tomaten, dann noch irgendwie eine Art Dach rüber zu bauen. Der nächste König sitzt noch auf seinem Thron, der wurde nicht gestürzt. Ja, den Zucchinis geht soweit gut. Kennt ihr auch schon aus den anderen Videos. Blüten nach wie vor werden sie abgeworfen. Ist auch völlig normal. Also wer das nicht kennt, keine Sorgen machen. Einfach wachsen lassen, weiter drum kümmern. Das kommt irgendwann. So, dann habe ich ja gezeigt, Koriander kommt. Das ist das hier. Ich mag das ja total gerne. Gleich mal einen naschen. Ein kleines Blättchen. So sieht das Geschichtchen aus. Kann man das erkennen. Ja, so ein bisschen. Ist gerade durchs Handy ein bisschen schwer, weil die Sonne raufknallt. Super lecker und die Dinger fangen an zu blühen und das ist das, worauf ich hinaus wollte. Mögen Schmetterlinge super gerne, also wenn ihr sowas habt, also ich werde ein paar blühen lassen, ein paar, da werde ich das abknapsen oben, weil ich glaube, das, ja, dann schießt die Pflanze letztendlich alles in die Blüten, soweit ich das aus dieser Pflanzenwelt verstanden habe. Und ich möchte natürlich von beiden gut haben und oder letztendlich für mich gut haben, für die Schmetterlinge was tun. So, und ich glaube, ich darf präsentieren die erste Zucchini in meinem Garten. Das müsste einer sein. Kann mir das jemand bestätigen? Also ich glaube, da dürfte ich mich nicht irren und ich darf mich auf eine schöne Zucchini nachher freuen. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, wie groß sie wird oder ja. Man muss ja auch ein bisschen aufpassen. Die können auch, wenn die ein bisschen bitter oder so schmecken,
sollte man die Finger von lassen bei Zucchinis, die man aus dem Garten holt. Das kann auch voll auf den Magen schlagen, sag ich mal. Und das ist natürlich nicht so eine schöne Sache. Wenn irgendwer was weiß, bitte unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, das Zwiebelthema ist ja so ein Thema, aber das hier ist echt am Explodieren. Man kann sogar von oben reingucken. Ich weiß nicht, sollte ich das mit Erde bedecken? Was meint ihr? Oder soll ich das so lassen? Bei den Tomaten jede Menge neue Tomaten entdeckt und alles wächst und gedeiht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann von hier. Da vorne hängt was, da kommen kleine neue und hinten versteckt. Moment. Die sind auch alle am Wachsen, befärben sich. Ich hoffe, dass hier noch was kommt. Zwei sind schon zu sehen. Und selbst an der Tomatenpflanze kommen jetzt auch die Tomaten. Ja, ihr könnt sehen, das ist unten ein bisschen kahler geworden. Hab nämlich aus einem anderen Video gelernt von SelfBio, vielen Dank an den Sascha, die unteren hier abzuschneiden. Bis zu dem ersten nennt man das Rispe. Ich weiß es nicht, wenn das jemand weiß, auch bitte unten in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr andere dadurch bereichern, mich natürlich auch. Ich habe es ja nicht so mit Fachbegriffen, das dürfen gerne andere machen. Dann die Gurke habe ich ein bisschen senkrechter gestellt, genauso wie den Trieb an der Seite. Und das Ding erreicht auch jetzt nun schon das Tomatendach. Und da werde ich mir was einfallen lassen, dass das natürlich weiter seine Wege gehen kann. Wird interessant. Irgendeine wilde Konstruktion werde ich da schon mir ausdenken. Das ist hier ein Mohn, den ich besonders auffällig finde, weil echt groß. Guck mal, verhältnismäßig. Echt riesig. Finde ich voll hübsch. Ein paar Tiere mögen das wohl auch. Ja, dieses Unkraut, was ich eigentlich rausnehmen sollte, ist auch voll schön am Blühen, wie ich finde. Ich finde, das sieht nach was aus. Also allein das zu sehen, hat sich gelohnt. Allerdings überlege ich natürlich, das irgendwie dann rauszunehmen. Ich habe auch überall im Beet hier verteilt. Das soll ja hier ein Sichtschutz werden für die Sonnenblumen oder den Sonnenblumenbereich. Überall Stechapfel und Stechapfel ist giftig, Leute. Also passt bitte auf. Danke für die Leute, die mir fleißig die Kommentare schreiben. Da sollte man die Finger von lassen, nicht essen, nicht trinken als Tee oder so. Wirkt stark halluzinogen und der Horrortrip ist euch garantiert. Und ihr solltet da auch die Finger von lassen. Die Sonnenblumen wachsen weiter. Die kriegen so langsam echt eine Höhe, die interessant wird. Dauert natürlich, bis die schöne Blüten ausbilden. Aber das Bild macht langsam schon was her. Und überall mal ein bisschen Mohn zwischen. So, und ich hoffe, auch dieser Gartenrundgang hat euch gefallen. Das war Teil 4. Wer weiß, vielleicht kommt noch einer. Das mache ich aber, wenn dann spontan. Ich habe so ein paar andere Sachen schon auf der Liste. Ich wurde zu einer Pack es an Challenge eingeladen. Dem möchte ich auch noch nachkommen. Normal sind Challenges nicht so mein Ding, aber ich werde das dann auf meine Art lösen. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Vielen Dank an die Tine. Da sage ich dann aber auch noch mal was zu. Ja, ansonsten, mich würde das freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet und tschüss, euer Lars. Musik